Jo Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren heute auf Revi. Sofodorf ist einfach dort dabei. Ja. Die macht ja auch dieses Format mit Dating. Ich glaube sogar, Revi war bei Sofodorf einmal und hat dieses Dating-Mating gemacht. Und genau. Jetzt ist sie bei ihm voll geil. Bei diesen Konkurrenten, weißt du? Und dann, ja. Also im Prinzip Konkurrenten und jetzt unterstützt sie es. Für die, die es nicht mitbekommen haben, am Sonntag kam ein cooler Vlog online. Wir haben schon was geschafft im Büro. Schaut euch das gerne mal an, das ist sehr unterhaltsam geworden. Ansonsten gehen wir jetzt rein. JT Family, deswegen erster Link unten. Genau. 15 Männer versus Frauen versus Sofodorf. Okay. Geil. Ja, aber Sofodorf ist, glaube ich, bisexuell. Das heißt, da Ach kommen so. Männer und Frauen, weißt du? Ja, ja. Geil, stimmt. Let's go. Sophie datet heute 15 Frauen und Männer im Speed-Dating. Das Besondere, ihre Freundin sitzt bei uns auf der Couch und wird alles beobachten. Wird ihre Das wollte ich gerade sagen, weil die ist eigentlich in einer Beziehung. Also ich verfolge die jetzt nicht so richtig, aber das ich sehe das immer auf TikTok. Das ist, die machen manchmal so TikToks zusammen und ich wusste, ich dachte, so haben die sich getrennt, aber okay. Die aber die erwähnt es auch voll oft im Format. Ja, ja, stimmt, dass die eine Freundin Beziehung hat, ist. Ja. Stand halten, das ist 15 versus Sofodorf. Hi, mein Name ist Strizi, ich spiele American Football und seitdem ich jetzt hier in Köln bin, ist mir wirklich unnormal warm und da habe ich jetzt den Grund für entdeckt und zwar du, weil du so hot bist. Oh mein Gott. Ich bin aber erst seit gestern hier. Ich seit 2 Stunden. Ah, deswegen ist es so heiß. Ja. Aber er ist cute. Ja, du bist voll cool. Weiter. Danke. Klar. Das Ding ist, die ist so eine Süße. Ich glaube, die könnte niemals irgendjemanden kicken, weißt du, so auf und auf. Und der Typ sah wirklich aus, wie Mank, also der könnte Ken spielen. Okay. Guck mal, der könnte richtig der Schauspieler für Ken sein, aber gell? Ehrlich, einfach, ja. Geh dich mal casten. Ja. Aber er ist cute. Ja, du bist voll cool. Weiter. Danke. Klar. Aber er war echt? So, Hey, wie soll ich denn solchen 7 Leute rauswählen? Hi. Hi, ich bin Max, 24, aus Köln. Hab heute Morgen meine Nummer verloren und dachte, vielleicht kann ich deine haben. Was willst du mit der Nummer machen? Verkaufen vielleicht? Oh, was? Weiß ich nicht. Und dann? Was? Also er sagt so, dir mal schreiben, dich später anrufen, um zu fragen, ob du gut nach Hause gekommen bist. Er sagt, verkauf. Einfach schwach angefangen, stark abgelassen. Scheiße. Hä, ich dachte, dass du so gut aussiehst, dann kann ich noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen. Weg! Der hat BWL studiert. What ja, und der potenzielle Markt, ne, der entwickelt sich gerade weiter. Menschenhandel. Cool. Ja. Nee, vielleicht nächstes Mal. Oh, schade. Tschüss. Moin, ich bin René und kannst du mir einmal kurz weiterhelfen? Wie heißt nochmal Datum auf Englisch? Date. Wir beide. Oh, ich liebe Blumen. Und du bist Fotograf? Ja. Ja, okay, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Dann weiter. Oh, krass. Hey. Das war echt sehr. Blumen gehen immer. Blumen hättest du, Bruder. Also, wenn man will, dass ich jemanden süß finde, dann würde ich sagen, ey, wenn du Blumen hast. Blumen sind besser als ich verkaufe deine Nummer auf dem Schwarzmarkt. Hi! Hi! Ich bin Vivian, bin 23 und da ich gerade etwas erkältet bin, wollte ich fragen, ob du mein Balsam sein möchtest. Oh! Ah, Balsam? Oh, das ist ja süß. Was habe ich noch nie gehört? Oh, du lachst so süß. Und ich liebe deine Tattoos. Thank you. Danke, deine sind aber auch cool. Dankeschön. Ja, dann weiter. Oh, ich muss noch viel. Egal, weiter. Das war jetzt nicht, sagst du, ja? Ja, nee, also braune Haare. Tattoos, aha. Bisschen mehr so maskulin. Aha. Hallo. Hi. Ich bin Minora, 24 Jahre alt und ich durfte vielleicht als Kind nicht mit Barbie spielen, aber vielleicht ist heute mein Glückstag. Oh, stark. Ich bin die Barbie. Du bist die Barbie. Ich bin die Barbie. Deswegen, komm an Barbie, let's go party. Oh. Wir gehen die Barbie-Witze aus. Ich kenne dich ja schon vom CSD, wir haben gefeiert und so. Deswegen, ich mach dich voll gern so als... Werde ich gefriendzoned? Nein. Nicht in die Friendzone. Nein. Nicht mit Minora. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ja, passiert. Liebe Grüße an deine Freundin. Bis zur nächsten Party. Wir sehen uns. Oh nein. Hi, Barbie. Tschüss, Barbie. Bye, Barbie. Hallo. Hallo. Ich bin Moritz, 21 Jahre alt. Und als Geografiestudent habe ich den Weg zu deinem Herzen schon gefunden. Das ist die GTA-Map. Ich bin Gamer. Wo bin ich denn da? Das ist einfach nur eine Karte, Geografie, passt zusammen. Dann dachte ich, hey, das schenke ich dir. Kannst du auch von mir aus behalten. Oh, cool. Ich bin in... Was ist das denn für eine Karte? Der Mount Chile. Der ist so typisch so ein Typ, der ist einfach sehr schlau. Der redet auch sehr gerne über Sachen, die er gut kann und so, genau. Aber er kann halt gar nicht flirten. Nein, so. Gar das nicht. Das ist das Problem. Und da deswegen, steht da so you. Genau, hat er viele Bücher und verbringt auch die Zeit viel mit Büchern. Ja. Aber Bücher können halt nicht lachen bei deinen Witzen am Ende des Tages.
Aus dem Spiel. Aus dem Spiel? Ja. Games du? Bist du so ja, Gamer? Klar. Ich zock GTA, Minecraft, alles Mögliche. Mhm, voll cool. Alles. Ich aber nicht. Ja, okay. Ich zock GTA, Minecraft, alles Mario Kart, alles. Alles. Sympathischer Typ. Problem. Aber ich mag die Karte voll und ja. Vielleicht können wir mal so wandern gehen oder so. Aber da sehe ich mich auch. Ja, ich wir gehen auch, gerne. Wir können auch mal wandern. Freundschaftlich. Nein, du kannst nicht ihnen so Hoffnung machen, dann freundschaftlich. Hä, hey, aber also, halt so bist du. Nein, ich mach nicht Hoffnung. Ich hab von Anfang an gesagt, wir bleiben Freunde. Wenn du abrutschst, dann kann ich dir auch trainen. Also, wir machen aber schlau, sie hält sich das alles auf. Wandern. Ja, hey, wir wandern. Sehr kein gut. Kein Problem. Okay, unter Wanderern. Ja, sie ist aber härter, als ich dachte. Ja. Hi. Hi, ich bin Emily, 18 Jahre alt. Ich würde gerne mit dir ins Kino gehen, aber leider darf ich keine Snacks mitnehmen. Boah, der ist stark. Was würdest du denn im Kino essen, so als Snack? Schokolade. Also Emily hat gehört, dass die auf Tattoo steht, also hat sie ihr Plätsch aufgemacht und das hochgekrempelt, damit man genau diese Tattoos sieht. Welche Schokolade, weiß oder dunkel? Dunkel. Sehr gute Antwort. Okay, du bist weiter. Oh. Oh. Früher, ich habe halt, also ich liebe ja Schokolade, das wissen wir alle, ne? Jeder liebt Schokolade, so. Aber tut die besonders gerne. Ja. Genau, das ist so eine kleine, ne? Sehr harte Liebe Sucht, zum Schokolade. Sucht, Liebe, ja, Liebe. Liebe. Sucht, da sind wir auch dabei. Auf jeden Fall. Und damals, ich habe nie verstanden, wie man weiß Schokolade mögen kann. Und dann habe ich einfach mal so eine weiße Schokolade probiert. Damals hat eine Tafel Schokolade auch noch so 40 Cent gekostet. Das war eine schöne Zeit, ne? Ja, bei Rewe von ja, einfach ja, 40 Cent. Immer. 39 wir Cent. Wir hatten da so ein, also wir hatten da so ein Rewe und so. Und dahinter war so eine Art Spielplatz, okay? Und da haben wir immer gesagt, der Spielplatz hinterm Rewe, weißt du so. Genau, und dann, Aldi und genau, so. Genau. Und dann haben wir immer dort so eine Tafel Schokolade gekauft für 30 Cent und sind dann auf den Spielplatz gegangen, haben die da gefetzt. Ja, oder okay? Chips 50 Cent, wir haben uns mit Freunden getroffen, bei Gott, jeder, das war einfach so damals, jeder 10 Cent immer wird mitgebracht. Und dann haben wir es knapp so, fuck. Wir hast du nicht mitgebracht? Wir brauchen die 10 Cent. Jetzt können wir die 50 Cent Chips nicht kaufen. Wie auch immer, worauf ich raus möchte, ist, dann hatten wir diese weiße Schokolade. Also ich habe die also mal so probiert. Ich so, hör, die schmeckt voll lecker und ja, sowas. Ja, die war auch geil. Und dann ja. sind wir jeden Tag als Kinder, du und ich, zusammen zum Rewe gelaufen und haben weiße Schokolade für 40 Cent geholt und haben die auf dem Rückweg 100 Gramm, sie, ein und ich, so wie Brot gegessen. Andere Brezeln. Beschmierte Toastbrötchen, viel weißt du, seitdem weiße Schokolade, ich kann sie noch essen, aber wenn ich sie sehe, dann wird mir schlecht. Same. Ja, ich mag dunkle Schokolade mehr, also so Vollmilch und so Zartbitter eigentlich auch, gell? Aber weiße irgendwie, ich krieg so ein, irgendwas ist da. Irgendwas ist ganz tief. Ist so ein Kindheitstrauma, so lange. Irgendwas war da. Hallo, ich bin Ellie, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe leider keinen guten Anspruch, aber ich bin extra 5 Stunden von zu Hause hierher gefahren. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Wo kommst du denn her? Aus Rheinland-Pfalz. Es ist 5 Stunden weg? Ah ja. Ja, mit dem Zug. Emotionale Erpressung. Nee. Ja, das ist es. Ja. Was ist das für eine Masche? Wo? Aber echt? Ich wollte auch sagen, wer kommt da hin und sagt so, guck mal, sie hätte sagen können, ich habe leider keinen Anmachspruch, aber sie weiß, dann fliegt sie raus, weil das ist so, benutzt sie keine Mühe. Ja, also hat sie gesagt, ich bin 5 Stunden hergefahren und dabei habe ich einen überfahrenen Igel auf der Straße gesehen. Mir geht's gerade nicht so gut. Kann ja, ich aber weißt du, ja, ich bin jetzt extra hergekommen. Wenn du mich jetzt rausschmeißt, ist ein bisschen Kelleck. Ne? Dann war ich ja nur eine Sekunde im Video. Ja, weißt du, was ich gesagt hätte an Sofolov-Stelle? Ich hätte gesagt, du hattest 5 Stunden Zeit im Zug. Sagen wir mal 7 Stunden, Deutsche Bahn, weißt du später. Und dir ist kein scheiß Spruch eingefallen. Nicht mal so ein Billo. Ja. Hier waren schon welche, die ich schon kannte. Ja, ja, aber ja. Besser ein Billo anstatt gar keiner. Welche Stadt? Es ist ein Dorf, also in der Nähe von Limburg. Okay, ja, nee, ja, keine Ahnung, so aber bestimmt voll cool bei dir. Das war gerade so gelogen. Finde ich was, womit du mich überzeugen könntest. Magst du Rum? Rum? Mhm. Bin ich so ein Alkoholtrinker? Schade, wollen wir trotzdem Rum machen? Oh, okay. Ey, der war gut aufgebaut. Ich habe auch gerade an Rum gedacht. Ja. Boah, was wird heiß? Ja! Ja, danke. Die Freundin so, warum bin ich hier? Was mache ich hier? Oh shit! Was tue ich hier? Guck mal, oh nee, Junge, da werden die Grenzen überschritten. Guck mal, das ist ja alles Unterhaltung, aber wird dann jemand sagen zu meinem Freund, so wollen wir rummachen, da wäre ich aufgestanden. Ne? Ich hätte so genommen, ich so, guck so, mit der Stirn. Nein. Ich hätte nicht zu dir gesagt, ich hätte zu meinem Freund gesagt, warum sagst du ja, bist du dumm? Ja, genau, das jetzt. Hallo. Hi, ich bin Tian, 21, ich habe nichts vorbereitet, aber wir können ja mal auf ein Date gehen. So. Oh, da macht sich aber jemand ganz einfach. Du bist ja eigentlich voll sympathisch, aber ich mag das nicht, dass du nichts vorbereitet hast, weil bin ich dir nicht wert? Doch, aber die anderen haben immer so Sprüche aus dem Internet und ich habe halt keinen Bock gehabt zu googeln, so deswegen. Also bist du ein Hänger? Nee,
Ich bin Macher. Was machst du denn? Ich bin Streamer und ein cooler Typ. Mhm. Wir beide auf einen Kaffee oder sowas. Mhm. Vielleicht mal irgendwie Sport machen oder sowas. Mhm. Hättest du Bock? Nee! Nee! Oh. Hi. Hi, ich bin Lena. Ich bin aus Düsseldorf und ich male gerne Weihnachten. Perfekt, da wurde der Ton kurz verkackt, Digga. Genau bei der. Lima. Lima. Lena hat kurz einen Schatten, der mitredet. Lena hat Geist bei sich. Hi, ich bin Lena. Ich bin aus Düsseldorf und ich male gerne Weihnachten. Möchtest du gerne meine Muse sein? Du siehst aus wie so eine Elfe. Ich glaube, die ist zu süß für sie. Was? Hat dir schon mal jemand gesagt? Du siehst aus wie so eine Fee. Danke. Du bist richtig süß. Ich hab den. Also eigentlich stehe ich nicht so auf. Was solltest du gerade so oft shoppen, aber das ist ja der Sinn einer Reaction. Ich glaube, Sofidorf ist so diejenige in der Beziehung, die einfach so die Sweetie sein möchte und deswegen soll der Partner, egal ob Mann oder Frau, männlicher sein. Ja, also ein bisschen maskuliner. Ihre jetzige Freundin hat auch so ein bisschen maskulinere Aura. Ja, die hat auch und gesagt, sie mag das. Ja, genau, die mag das auch Sofidorf. Und ich finde, die sind sich ein bisschen zu ähnlich. Guck mal, auch wenn die jetzt hier gerade steht. Die haben beide das gleiche Outfit. Die haben fast dasselbe Outfit an. Weiße Schuhe, die Jeans. Ach, die Haare. So, ja, die Haare so nach oben. Aber Schwestern. Ja, also ich glaube, die ähneln sich zu sehr, weißt du? Und ich glaube, Sofidorf will so... Es gibt Leute, die suchen ein passendes Stück, das ihm sehr ähnelt, aber es gibt auch Leute, die suchen den Kontrast, wisst ihr? So was komplett anderes. Und ich glaube, sie sucht was anderes als sie. Ja, ich würde es auch nicht so feiern, wenn der Typ... Weil, also wenn der Typ so feminin wäre. Also nicht so, dass er so ist, so, hey, was geht ab? Sondern so, wenn er keine Verantwortung tragen kann, wenn er nicht planen kann, wenn er nicht, umsetzt und so, weißt du? Ja. Cute girly girlies. Hab ich nicht gerade gesagt. Du bist gut, du bist gut, du kennst sie. Jedem das sein. Ah, du bist schon cute. Vielleicht, ja. Oh! Hi. Hi, ich bin Tom. Ich habe eine super coole Sonnenbrille dabei. Magst du die einmal aufsetzen? Aha, danke schön. Dadurch siehst du deinen zukünftigen Ehemann. Jetzt so gemacht. Okay, wo ist denn der dann jetzt? Schon sehr corny. Ein bisschen schmalzig, ne? Ist aber funny. Wo würden wir denn heiraten? Auf Madeira. Madeira ist meine zweite Heimat. Ich liebe Madeira und ich finde Madeira wunderschön. Ja, voll schön. Du, ich hätte dich sofort geheiratet, wirklich jetzt hier auf der Stelle. Aber ich war schon mal auf Madeira, ich fand es richtig langweilig. Echt? Ja, ich fand es richtig langweilig. Same. Big Pluspunkt. Madeira so ass. Wir fanden es so eine richtige Rentnerinsel. Sorry an alle Streamer, die da sind. Wenn man den richtigen Bereich von Madeira kennenlernt, ist es wirklich sehr schön. Kannst du mir dann ja freundschaftlich zeigen? Alles klar. Oh, scheiße. Hey. Hi. Ich bin Jamie, 20, aus Chemnitz. Ich bin heute 7 Stunden für dich hergefahren, aber für dich würde ich auch 70 fahren. Emotionale Erpressung und ehrlich auf einen drauf. Oh mein Gott. Ihr kommt alle mit so Pressure-Dingern. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, sag ich doch. Ja. Aber er ist ihr Typ. Ist alles gut. Mach, was du denkst. Hör auf dein Herz. Bist du nervös? Nee, warum? Du hältst nicht meinen Augenkontakt, ne? Manchmal ist es schwierig, ja. Aber freundschaftliches Wandern ist angebracht mit dem. Und wo wohnst du? In der Nähe von Chemnitz. Ey, Leute, Horner kann Augenkontakt so gut halten. Findest du? Ja, ich finde, du kannst ihn sehr gut halten. Ich kann ihn nicht so gut halten. Also manchmal versuche ich es. Weißt du, wo ich Augenkontakt halten kann? Wenn ich mit Numi nachts Gassi gehe und da ist vielleicht irgend so ein Typ und der guckt mich an, dann gucke ich ihn auch an. Dann denke ich mir so, guck mal, einer muss jetzt weggucken und ich werde nicht die Letzte sein. Doch. Sorry. So, merkst du, es kommt nicht so brutal rüber, aber es soll gerade so eine Ansage sein. Noch einmal. Okay, sorry. Leute, kurz. Kennst du bei Ding, Men in Black? Ich hab's vergessen. So, nochmal. Ich werde nicht die Erste sein, die wegguckt. So ist es. Ja, genau. Und dann gucken wir uns wirklich so manchmal so 10 Sekunden an. Ja. Und ich denke mir so, guck mal, wenn ich jetzt weggucke, dann zeigt das Schwäche. Ja. So, soll ich dir was sagen? Damals in der 7., 8. Klasse oder so, weil ich zu sehr mit Leuten Augenkontakt halte, wenn jemand redet zum Beispiel. Ne? Deswegen sagen auch Leute, ich bin immer gute Zuhörerin, weil ich gucke denen so tief in die Augen, die denken wirklich, ich interessiere mich für die. Guck mal. Und da war ein Junge, wir waren gut befreundet, das war so ein normaler Klassenkamerad, okay? Und ich hatte einen anderen Jungen und ich und der, wir waren richtig enge Freunde. Richtig eng. Und der andere war nur so ein Kumpel, so Klassenkamerad, ganz normal. Und dann kommt mein richtig enger Kumpel und sagt, ja, ich glaube, der meinte, dass du wahrscheinlich auf ihn stehst. Warum? Der sagt, ja, weil immer, wenn ihr redet und so, du guckst ihm anscheinend richtig in die Augen und so. Ich so, ich guck jedem in die Augen, wenn er redet. Und deswegen manchmal, wenn ich zum Beispiel mit Männern rede und ich guck denen so in die Augen beim Reden und ich sehe dann plötzlich, die denken jetzt vielleicht, ich verliebe mich in die, bin ich vielleicht so, ich darf das nicht mehr machen. Ja, sag, das ist eine 8. Klasse. Habe ich versucht, das mir ein bisschen abzugewöhnen, Digga, wirklich. Ja. Ich komm da gerade her, ich war auf so einer Rennstrecke da in der Nähe. Ich wollte eigentlich auch dahin, ein Kumpel von mir war da. Ah, da hätten wir uns da treffen können. Vielleicht hast du deine Chance verpasst. Ja. Tut mir leid. Alles gut. Hi. Hi.
Ich bin Harun, 20 Jahre alt. Aha. Und ich liebe Hunde. Und ich habe gesehen, du hast einen kleinen, süßen Hund. Wie heißt der? Freddy. Darf ich Freddy kennenlernen? Süß. Oh nee, Digga, da hätte der mich gesagt, Lumi kannst du richtig kennenlernen. Ja, ja. Lumi, darfst du Lumi kennenlernen? Sag ich, natürlich darfst du Lumi kennenlernen. Ey, darf auch dich kennenlernen. Wenn jemand mit Hundeliebe kommt, Bro, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann mein Herz springt. Nicht jeder liebt Hunde oder nicht jeder versteht die Liebe zu Hunde, zu Hunden. Und wenn es aber einer so richtig tut, dann denke ich mir so, wir haben schon mal eine fette Gemeinsamkeit. Ja, das ist ein wichtiger Punkt im Leben. Mhm. Ja, du kannst Freddy kennenlernen. Aber nicht dich. Nee. Hi. Hi, ich bin Daniel. Freut mich, dich kennenzulernen. Und ich habe Leckerlis für deinen Hund Freddy mitgebracht. Und dein Leckerli, das kriegst du später. Was ist denn das für ein Leckerli? Kauknochen, aber extrem klein und dünn. Extrem klein und dünn? Extrem. Sehr klein. Sehr, sehr klein. Sehr dünn. Super dünn. Also entweder stehe ich auf nicht oder auf sehr groß. Boah, ich hätte dich so weitergelassen, ne? Aber mein Hund ist kein Rind. Ist kein Rind. Was? Ich glaube, es geht nicht mehr um Leckerlis. Okay, ey, kein Problem. Hallo. Ah, hallo. Mein Name ist Philippe. Wie heißt du? Sophie. Freut mich sehr. Ich habe gehört, du stehst auf, ich meine, du magst Affen. Ja, ja. Ja, der ist für dich, wenn du mich weiterlässt. Das ist ein Tauschgeschäft? Ja, ja, normal. Und so kriege ich den nicht? Nein, natürlich nicht. Lass mich doch nicht erpressen. Na, das ist nur ein Vorschlag. Ja. Willst du ihn haben? Ja. Hier kriegst du. Lass mich weiter? Nö. Ach, du Kacke. Sophie hat 6 Frauen und Männer. Wollte ich gerade sagen, die hat nicht mal 7 weitergelassen. Gell, es war nicht mal 7. Die sagt so, oh mein Gott, ich muss so viele rauskicken, auch sie. Nee. Aber ich. Okay, jetzt kommt wieder Kind. Zweite Runde gewählt. Bei einem gemütlichen Autodate wird sich herausstellen, wer es mit Sophie ins Finale schafft. Hi. Hallo. Oh Mann, ey. Ja, das ist eng da. Okay. Aber sieht gut aus. Passt voll. Ja. Ja. Siehst du dich in so einem Auto? Ich sehe mich eher im Audi. Echt? Nein, ich habe zu Hause auch so einen. So einen? Nee, einen pinken Audi. Wie cool. Aber bist du so Auto? Also, stehst du auf Autos? Nein, ich habe eine kleine Tochter. Oh. Die ist 2 und der erfülle ich immer sehr gerne alles. Ach so, du hast so ein Spielzeugding. Ja. Ah. Ach so. Aber ein Audi habe ich. Aber die spricht auch nur halbe Sätze, ne? Aber echt? Ich habe auch so ein Auto. So ein Auto? Nee, ein Audi. Welche Audi? Farbe? Das? Nee, pink. Ja. Hä? Sag doch, auch ich habe auch ein Spielzeugauto für meine Tochter in pink. Genau. Alles, Bruder, da wird alles geklärt, alles fertig. Oh, also mein Auto ist auch ein Audi. Okay, geil. Was machst du im Leben? Ich mache gerade mein Abi. Wie alt bist du? 23. Ah, okay. Ich habe vorher meinen Realschulabschluss erst relativ spät gemacht, weil ich viel gemacht habe so außerhalb und wollte erst mal gucken, so, was ich mache. Ich habe auch vieles bereut, sag ich jetzt mal. Deswegen hänge ich gerade ein bisschen nach, aber solange ich es mache. Ich will nichts bereuen. Das macht dich ja auch nur zu dem Menschen, den du heute bist. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist Leute. Nicht so schlimm. Man denkt sich, oh mein Gott, 23 Jahre, jetzt macht erst die Abitur. Aber im Endeffekt, das ist ihr Lebenslauf, so läuft es bei ihr und sie ist vielleicht in 2 Jahren weiter als jemand, der vor 3 Jahren Abitur gemacht hat. Ja, genau. Nur weil Leute in Regelzeit jetzt, sage ich mal, Abi machen oder was weiß ich, heißt es nicht, dass du weniger erfolgreich wirst als die. Genau. Wirklich. Ja, das stimmt. Ist ja auch eigentlich komplett egal. Voll der gute Real Talk. Ey, die haben so ein echtes Gespräch. Ja, wir haben ein richtiges Gespräch, das hat man hier selten. Ja, ich finde dich voll lieb und voll, ich habe das Gefühl, wir können quatschen. Du bist weiter. Danke. Wow. Das ist echt süß. Das ist schwierig, ne? Es sieht ein bisschen klein aus. Ja. Okay. Ah, Justy, du hast irgendwas angemacht. Du fährst jetzt los. Okay, wie macht man das aus? Ja, hi. Hi. Ich bin René, 24 Jahre alt, studiere Fotografie und Bildmedien in Bielefeld. Mhm. Und aktuell mache ich ein Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Voll cool. Verdienst du schon Geld mit Fotografie oder ist das gerade erst Ausbildung? Ich verdiene auch schon nebenbei damit Geld. Mhm. Wie viel nimmst du so? Oh. So früh macht euch Business Talk. Unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wie aufwendig der Auftrag ist halt. Aber würdest du sagen, du bist ein guter Fotograf? Weil die gibt es ja wie Sand am Meer. Das stimmt. Aber ich mache ja nicht nur Foto, ich mache auch Video. Aber ich habe halt eine Leidenschaft und ich weiß nicht, ob man daran sehen kann, ob es gut ist, wenn halt meine Bilder viel ausgestellt werden. Aktuell habe ich 2 Ausstellungen sogar. Ach krass. Ey, komm ich als Fotograf durch, Leute. Die ganzen Bilder auf Instagram, die mit hoher Qualität sind, die sind mit einer Kamera geschossen. Alter, die Kamera liebe ich echt. Und immer wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, der Family oder halt so auf Reisen, ne, so im Ausland, genau. Dann renne ich immer vor und mache, Leute, lauft einfach. Und Tutti macht das auch echt top. Ich habe versucht, ich finde, die sind alle geil. Ja, genau, ich habe versucht, es nachzumachen, weil normalerweise war ich immer in der Familie, die mit dem Handy gute Bilder machen kann, ja? Ja. Aber mit der Kamera ist Tutti da viel besser, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe schon drauf. Ja, ne? Also du könntest schon ein Studium und so schmeißen und dann einfach, hier. Also ich nehme auch natürlich, so je nachdem, wie stark der Auftrag ist, mehr oder weniger Geld. Ja, genau.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja. Auch eine Gesprächsebene haben die beiden, ne? Also. Und wie bist du dazu gekommen, hier mitzumachen? Durch eine Freundin. Aha, wurdest genau. du überredet? Oder bist nee, du ich hatte schon Lust auch. Aha, aha. Wie ist dein Name nochmal? René. René, ich wusste es. René, ich habe das Gefühl, du könntest voll so ein richtig guter, so bester Freund sein, so richtig. Du weißt wahrscheinlich, hier kriegst du voll oft so einen Frauenversteher, ne? Aber es ist nicht so 100% mein Typ. Voll ehrlich, ja. Aber auch echt lieb. Aber nett gesagt, ja. Hat sie echt bekommen. Ja, kein Problem. Es tut mir voll leid, aber du bist richtig cool. Und du wirst jemanden richtig, richtig lieben finden. Ach so, Frau, wenn ich entschuldige dich doch nicht so. Doch mal. Jetzt kick den raus. Das ist toll und du wirst jemanden finden. Nein, und ich hätte ihn auf die Gaspedale gedrückt. Ich so, hau mir ab. Ich hab gesagt, mach's mal wieder an, drück Gas und fahr raus. Dankeschön, ja. Hi. Hi. Oh, du gehst aber galant rein. Oh, du passt da sogar rein. Wohin fahren wir? Nach New York. Oh, geil. Ja. Also die können auch schon übers Wasser fahren. Ja. Neue Technologie. Mhm. Let's go. Warst du schon mal in New York? Leider nicht, aber ich will da unbedingt mal hin. Ja, ist auch cool. Ich war da auch jetzt, ich war da schon mal, aber nicht zur Weihnachtszeit. Da war ich einmal, das war sehr voll. Das wollen wir nicht. Ja, glaube ich. Ja, was willst du in New York mit mir machen? Aber Sophie scheint interessiert zu sein. Sie bringt sich voll nach vorne. Ja. Sie will es so machen. Ja. Und die hat braune Haare. Was? Essen gehen, durch den Central Park. Ich weiß nicht, ob du blind bist, die Freundin von Sofa da oben, ne? Aber das sind Schwarzhaare. Das ist schon wirklich schwarz. Also, guck mal das. Schwarz. Aber echt, ich hab schon dunkelbraun. Die hat schon sehr dunkelbraun. Also genau, aber das ist echt schwarz. Aber das ist schwarz. Ja. Und die hat braune Haare. Was? Essen gehen, durch den Central Park, shoppen gehen. Yes. Ja. Geil. Sehr viel shoppen gehen. Finde ich und gut. Sehr viel essen gehen. Finde ich gut. Finde ich auch. Na gut, was magst du an Essen? Eigentlich alles. Ja. Aber ich will da unbedingt irgendwas ausprobieren, was es in Deutschland nicht gibt. Ja, so New York Pizza oder so. Gibt es so diese typischen. Was gibt's? New York Cheesecake? Oder ist das nur ein deutsches Ding? Das weiß ich nicht. Aber das wäre geil. Ja, aber richtig. Ja, Amerikaner haben gar kein Essen. Alles, was die, überall. Alles, was die frittieren können, ist deren Essen. Ja, die machen einfach alles aus den anderen Ländern. Zum Beispiel diese Hamburger und so, das ist auch aus Hamburg, das ist auch deutsch. Ja. Und die machen es einfach nur viel fettiger und kalorienreicher und so. Und dann genau. Oder frittieren es. Genau, und das ist amerikanisch. Und das ist einfach amerikanisch. Ja, ja. Die sind schon im Urlaub. Ja, natürlich, wir gehen jetzt nach New York. Super. Hi. Hi. Türen. Oh, du nutzt sogar die Türen. Was machst du so im Leben? Ich mache gerade mein Abi. Wie alt bist du denn? 18. Ah. Und danach, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, Leute. Du hast noch gar keine Idee, was du nach dem Abi machen möchtest? Leider nicht. Hm. Und nicht mal so eine Richtung? Also ich hatte mal im Kopf Jura so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so schwer wird. Ich habe auch mal ein Semester Jura studiert. Ich glaube viele. Ehrlich? So ein Semester. Geil. Hab eine Prüfung mitgebracht. So ein Semester, aber Jurastudenten gibt es echt viele. Die so dachten, ein Semester und dann waren die waren auch schneller draußen. Ich finde das, weißt du, was ich immer so witzig finde bei Menschen? Zum Beispiel, sie sagt, ich habe echt gar keine Ahnung, ich lasse einfach jetzt alles auf mich zukommen. Okay, haben voll viele gesagt im Abitur, ja, genau. Die sind einfach so ein bisschen orientierungslos. Also die wissen es einfach nicht so richtig. Aber dann, wenn man so sagt, also wird jemand sagen, ja, ich weiß es nicht. Und die sagt so, ja, vielleicht BWL, mal gucken, so ja, nein und so. Ja. Aber die sagt einfach, vielleicht Jura. Mal Jura. Ja, das hast du Jura so mit links. Das wollte ich gerade sagen. Also ich denke, Leute, die so wirklich Jura machen wollen, also so wirklich durchziehen, nicht diese ein, zwei Semester-Leute, sondern so wirklich Jura-Studenten. Ja, das glaubt so viel Zeit deines Lebens. Das musst du schon so... Also das musst du, das sind, glaube ich, Leute, die planen das auch und die überlegen auch, wie gehe ich da ran, wie mache ich das und so, weißt du? Also schon so im Vorhinein. Und ich glaube nicht, dass jemand sagt, ja, ich studiere mal Jura und dann rockt der das mit so einem Einser durch und denkt sich, ja, und jetzt mache ich Medizin auf locker. War nicht so dein Ding, oder? War nicht so mein Ding, ne? Aber Sophie weiß genau, was sie will. Ja. Das ist krass, sie weiß genau, was sie will. Du bist 18. Ja. Das ist ein bisschen jung. Das ist sehr jung. Tut mir leid. Alles gut. Hey, Morgen. Ich finde die Dinger so cool. Oder? Ich hätte so gern auch so eins. Ja, ich fühle mich wie Stormy. Ich krieg mein Bein nicht rein. Ich bleib einfach so sitzen. Ich hoffe, das stört dich. Cool, cooler Typ schon. Kein Ding. Die Kinder von den Kardashians haben... Ey, jetzt mal im Ernst, er sieht aus wie Ken. Wie in dem Film, wo er so rauskommt und sagt, Hi, Barbie. Ich höre, er sieht so aus wie Ken, und dann ein pinkes Auto. Ich kack ab. Die auch alle 17 von denen. Ich habe mir auch letztens, also nicht so ein Ding, aber so ein Pocketbike gekauft. Ah. So ein kleines Motorrad. Sind die nicht illegal? Ich fahre vielleicht nur auf dem Feld die meiste Zeit. Ja. Die fahren bis zu 45, das ist so lustig. Ja, ich habe als Kind aus irgendeinem guten Kumpel von meinem Bruder hatte auch so ein Pocketbike, sind auch mit rumgedüst. Was machst du im Leben aus
außer Pocketbike fahren? Auch TikTok, genauso wie du. Nee. Doch. Was machst du für TikToks? So Comedy-TikToks. Also momentan bin ich so ein bisschen dabei, echt? Ich sag mal, asoziale Witze vorzulesen und halt so auf die Witze von meiner Community zu reagieren. Aha. Seit wann machst du TikTok? Seit 3 Jahren. Okay, also seit so, ich finde dich so sympathisch. Finde ich so cool, ja. Ich glaube, wenn ich noch ein TikToker, also ich glaube, freundschaftlich voll, aber so ein TikToker-Date, da würde ich durchdrehen, glaube ich. Aber wir könnten TikToks zusammen machen. Wir können TikToks zusammen machen. Aber als ob er nur TikTok macht. Also nur TikTok. Ja. Oder macht er noch normalerweise, wenn man sich, sage ich jetzt mal zum Beispiel jetzt, wir haben ja mit YouTube angefangen, aber früher oder später gehst du auch auf die anderen Social Media. Wir haben einfach alles gleichzeitig gemacht. Genau, also wir machen jetzt auch Insta, wir machen YouTube, wir machen TikTok und jetzt versuchen wir halt auf Twitch und so noch überzusteigen und dann haben wir wirklich alle mitgenommen und dann sind wir auch gut dabei, ne? Eine Beziehung niemals in die Öffentlichkeit bringen, weil das ist... Nee, ich auch nicht. Erklär mal kurz. Ja, ich geh da mal kurz. Auf gar keinen Fall. Ist auch total dumm. Sonst muss man so eine öffentliche Beziehung führen, das fände ich nicht so gut. Ja, nee, ich auch nicht. Das ist auch, die das machen, schrecklich. Aufmerksamkeit. Das stimmt. Hey, check gar nicht. Okay, aber du bist leider nicht weiter. Trotzdem vielen, vielen Dank. Hallo, der ist süß. Hi. Das Auto passt so krass zu dir. Barbie-Mode. Süß, die passt auch perfekt da rein. Du passt auch richtig easy rein, ne? So, Heinz hattest du bestimmt früher als Kind, oder? Oder hast du dir gewünscht? Ja, ich hatte so einen pinken Bobbycar. Oh, süß. Ja. Cute, ich mag deinen Schmuck voll. Sieht voll schön aus. Dankeschön. Ich mag deine Tattoos. Ich habe selber welche. Das ist so. Ja, ich sehe. Bisschen Inspo. Ich habe so 2 kleine Blumen. Und so ein Schmetterling. Was machst du im Leben? Also ich mache momentan FSJ. Ah, okay, freiwilliges Sozialjahr. Genau, ja, in der Grundschule. Und dann habe ich vor, vielleicht Lehramt zu studieren, wenn es mir gefällt. Deswegen ist das FSJ eigentlich voll cool, weil voll viele dann irgendwie rausfinden, dass es eigentlich so deren Ding auch ist, ne? Genau. Welche Klasse, also welcher Jahrgang findest du am besten oder am ersten? Also ich mache jetzt die 1. Klasse. Süß. Was ist, welche sind schlimmer? Man sieht auch ein bisschen aus wie so eine Lehrerin, auch ihre Stimmlage ist sehr beruhigend. Ja. Süß, ja toll. Ja, also ich mache jetzt die 1. Klasse, weißt du, so dieses ja. Ruhige. Stell dir mal vor, wir werden für die Grundschüler. Die kommen alle mit dem Knacks raus einfach. Kommt drauf an, aber die Jungs sind oft sehr wild. Ja, glaube ich. Ja, du bist eh weiter. Ja. Oh, ja, echt? Der 3 Frauen ins Finale genommen. Ist okay, ich freue mich. Hey. Dankeschön, dankeschön. Gut machst du das. Was dachtet ihr? Wir sind so perplex hier, überrascht die ganze Zeit, das ist crazy. Hä, warum? Überrascht immer wieder auf neue. Na, erstmal geil. Weil wir von anderen Sachen ausgehen. Dass du 3 Frauen mitgenommen hast jetzt ins Finale. Ja. Und bei dem anderen TikTok-Guy dachte ich persönlich so, ah, oh, das ist voll der Match. So. Soll ich kurz sagen, wer mein Favorite ist? Aha. Ja, für mich persönlich. Die Blonde. Ja. Die Blonde. Ja, das war mir. Das ist Mike Eggers, kann man so lesen. Natürlich die Blonde. Das war so obvious. Okay, Runde Nummer 3. Yes. Go get him. Go get her. In der 3. und letzten Runde muss sich Sophie für eine der 3 Frauen entscheiden. Nur eine kann ihr Herz gewinnen. Ach, nur Frauen jetzt. Ja. Ist das Offen in dem Bett? Ja, das ist halt wirklich so. Oh Mann, ey. Ich finde die Vibe sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich denke aber auch so, außerhalb von dem Format können die sehr, sehr enge Freunde werden. Weil die haben, glaube ich, so die gleiche Art zu sprechen. Guck mal, die haben sogar am gleichen Arm voll tätowiert. Ja, weil weißt die viben halt wirklich. Ja, ja, die viben wirklich. Die Blonde ist halt sau süß, aber du kannst mit der nicht so, also da kam kein deepes Gespräch. Ja, genau, weil es war nur so... Ja, du bist voll süß. Ja. Du auch. Ich liebe deine Tattoos und so. Ja, das ist halt dieses voll Oberfläche und du musst so kurz jemanden treffen und sagen, dass du ihn süß findest und dann... Genau, also weil mit denen kam direkt so ein richtig tiefes Gespräch und die mögen sich auch, aber wenn die andere kommt, dann kommt gleich so eine Babystimme. Dann willst du, hi, ja, komm, setz dich doch hin. Genau, weißt du, das genau. Ist nicht so sie, weißt ja, du? Ja, das ja. Wissen die so, verstehen. So ein enges Bett, so ein 90, die haben so das kleinste Bett genommen, was sie finden konnten. Ja, ich musste früher mit meinem damaligen Freund 1,5 Jahr lang oder ein Jahr in so einem Bett schlafen. Echt? Das war nicht so nice. Oh, wie unangenehm. Nee. Ja. Aber dann lag ihr da beide wie so ein Stein, oder wie? Jemand mal auf der einen Kante und der andere auf der anderen Kante. Ist jemand mal rausgeflogen? Nee, wirklich nicht. Also ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, aber... Okay. Ich könnte ja, was ist so ein No-Go für dich? So eine Red Flag? Out. Also ich mag extreme Eifersucht überhaupt nicht. Ja. Und dieses Eindrängen und so, das ist ganz, ganz schlimm. Da ich das schon hatte, ist das für mich so wirklich... Da halte ich sofort Abstand. Also du willst deinen Freiraum? Ja, also ich gebe auch Freiraum. Also ich... Es ist meistens ja immer am Anfang so, dass man sehr oft aufeinander hockt dann, wenn man dann so zusammenkommt, rosa-rote Brille und so, ne, und irgendwann... Ganz kurz,
ganz kurz, deren Tattoos ähneln sich sogar. Sie hat eine Frau ganz groß mit Blumen umdrum, okay? Sie hat einen Wolf ganz groß mit Blumen umdrum. Mhm. Merkt ihr, Leute? Der oft aufeinander hockt dann, wenn man dann so zusammenkommt, rosa-rote Brille und so. Ne? Und irgendwann muss man halt schon, ne? Jeder hat halt auch trotzdem noch sein eigenes Leben. Und da muss man dann schon das Gleichgewicht finden. Voll. Ja, ja. Bei mir ist es auch so. Ich mag gar keine Eifersucht. Ich finde, wenn was passiert, dann passiert es eh. Egal. Ja, das stimmt. Voll, oder? Ja. Okay. Ja. Wir sehen uns dann gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, da ist ein Bein da. Oder meinst du, mag die nicht? Ja, aber ich meine, im ersten Moment, also... Das ist ja süß. Hallo. Also es ist voll komisch, sich hier hinzulegen irgendwie. Schon, aber ist okay. Ja, gut. Aber das ist voll die gute Methode. Ja, das ist gut. So wirken wir wie so Businesspartner. Ja, so Boss. Boss Bitch. Was willst du machen im Leben oder was machst du gerade? Du bist in der Grundschule. Ah. Und ich will vielleicht Lehramt studieren, aber ich gucke noch so, ob das das Richtige ist, weil ich bin ja auch, also ich mag so Kreatives, weil ich mal ja auch und sowas. Stimmt, ich bin deine Muse dann. Ja. Hat sie hier Lubavi stehen? Lubavi, ich glaube, das ist eine Marke. Ich habe schon einen anderen YouTuber gesehen, der hat es auch getragen mit Lubavi. Ja. Ich glaube, das ist irgendeine Marke. Hilfiger. Ja, wie cool. Was meinst du so? Alles. Also ich mag Natur, aber ich mag auch menschliche Körper zu malen. Und machst du es realistisch oder so? Realistisch, ja. Okay, krass. Und das könntest du dir nicht vorstellen, beruflich zu machen? Schon, wenn ich irgendwann durchstarte vielleicht. Ja, es ist schwierig als Künstlerin, ne? Ja, und brauchst du, glaube ich, eine Galerie, wo du ausstellen kannst. Genau, ja. Schreibst du oder einfach nur so? Ja, schon. Also in meinen Tagebüchern manchmal Gedichte oder so. Echt, du schreibst Tagebücher? Ja. Ich habe so Angst, dass irgendjemand mein Tagebuch lesen würde. Also ich habe zu viel Angst, was zu schreiben. Gut verstecken irgendwo, wo es keiner irgendwann mal findet. Ja, meine Mutter ist früher immer durch mein Zimmer gegangen und hat alles so geguckt. Und ich könnte niemals was aufschreiben. Ich wollte auch mal ein Tagebuch führen. Ja. Habe es angefangen, habe dann wieder aufgehört. Und dann, als ich wieder angefangen habe, da habe ich mich erstmal entschuldigt beim Tagebuch, dass ich weg war. Und dann war ich eh wieder weg. Und alle zwei Seiten fängt an, hey, liebes Tagebuch, es tut mir so leid, dass ich weg war. Ja, viel zu tun, ne? Hätte dir erzählen können, aber irgendwie kam es ja nicht dazu. Nee, aber das Ding ist, es tut gut, wenn du reinschreibst. Safe. Ich war immer so vor, weil am Ende des Tages, wenn man so richtig müde ist, dann öffnest du jetzt nicht ein Buch und schreibst rein, was du gerade denkst. Das ist anstrengend. Aber ich habe in der 5. Klasse oder so eine Zeit lang Tagebuch geführt. Und als wir das Zimmer hier neu renoviert hatten, ne, hatten wir diese ganzen Bücher in so einem Schrank, weißt du? Ja. So voll durcheinander. Und dann habe ich es aussortiert. Ich so, mein altes Tagebuch, öffne ich so. Und dann steht da so, wie ich verliebt war in der 5. Klasse. Und ich so, oh mein Gott, das... Wir vernichten. Ach, das war süß. Ja, das ist auch süß, aber jetzt, wenn ich so an diese Jungen denke, so, hell nah. So ist. Das ist so weird, das zu sehen. Ja, oder? Ja. Okay, danke, okay, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Irgendwie ist da ein Vibe, oder? Ja, aber gekommen über die Zeit. Ja. Ja. Hallo. Hi. Komm her. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Freu mich. Komisch im Bett, oder? Ja, ein bisschen. Hattest du schon mal so ein kleines Bett? Ja, mein Bett ist so klein. Echt? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe mir noch kein neues geholt. Wohnst du zu Hause oder? Ja, zu Hause, aber... Also bei deinen Eltern? Ja, bei meiner Mama. Aber das Ding ist, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich schlafe eh nur alleine da drin. Da braucht man noch nichts. Ja, ehrlich. Wie alt hast du gesagt, bist du? 18. Ah, auch so jung. Mhm. Zu jung halt noch, ne? Ja. Jetzt merkt sie es, glaube ich. Ja. Was machst du gerade im Leben? Ich mache gerade ein... Oh, wie heißt das nochmal? Oh mein Gott, ich bin auf dem Berufskolleg. Was war das gerade im Leben? Keine Ahnung, du, irgendwie sowas. Eine schulische Ausbildung als Sozialassistentin. Also ich mache halt ein Praktikum bei einem Kindergarten, dann noch in einem Altersheim. Und ja, und dann nächstes Jahr bin ich dann damit fertig und will dann als Stewardess. Also was ganz anderes. Ich habe mich für was komplett anderes eigentlich entschieden, als ich eigentlich wollte. Ah, okay. Jetzt ist es, glaube ich, zu spät, um sich dafür zu entscheiden. Ist ja nie zu spät. Also ich meine, wenn du eh damit nichts machen möchtest, aber whatever, das ist meine Meinung. Und wo willst du hinfliegen? Überall. New York. USA. Geil, kriegt man nicht, wenn man Stewardess ist, sogar so Rabatte für Mitfliegende? Ich glaube schon, ja. Ich hatte mal so eine Freundin, und ihre Mutter war Stewardess und immer als sie gereist sind, glaube ich, haben die Rabatte bekommen, sogar gute Rabatte. Und ich glaube auch für die Hotels oder nur für den Flug. Ich weiß nicht, aber du kriegst das. Weißt du, wenn die privat geflogen sind? Wenn zum Beispiel jetzt die Tochter geflogen ist und die Mutter Stewardess, dann konntest du immer sehr gute Rabatte haben. Ich glaube nur auf die Flüge. Ja, ich glaube auch nur auf die Flüge, aber
allgemein, also du kriegst da gute, gute Rabatte. Das ist schon geil. Ich hol dir einfach eine MX-Card. Ja, oder so, ne? Ja! Yeah. Also das ist auf jeden Fall ehrlich ein Pluspunkt. Oh, sie sieht die Business-Opportunity. Immer. Ja, das ist echt ein Pluspunkt. Das ist echt super. Finde ich super. Vor allen Dingen, wenn du dann so der nächste Flieger zurück erst irgendwie 4 Tage später kommt, dann bleibst du da diese 4 Tage. Geil. Dann kannst du da machen, was du willst. Und du kannst immer so an der Schlange vorbeilaufen. Mit deinem Köfferchen so. Oder mit dem Outfit, Stewardess-Outfit. Und dann bist du so, ich bin Crew, sorry. Ja. Was machst du so hobbymäßig? Cheerleading. Nee. Doch. Kannst du was vormachen? Nein. Doch. Nein. Bitte. Nein. Bitte was kleines. Ja, mach. Komm, du zeigst mir eine Sache. Was soll ich machen? Ich kann selber nicht viel. Ich mach das erst seit einem Monat. Und zeig eine Sache, die du kennst. Ich kann dich einmal hochheben. Genau. Dann holst du dir einen Rückenbruch. Komm, wir müssen den Krankenwagen rufen. Du lachst ja süß. Was ist jetzt passiert? Hey, Alarm wurde ausgelöst! Was passiert hier? Es brennt! Alarm wurde ausgelöst! Es brennt! Oh. Ja. Ja, gut. Egal. Ich komm mal zum Cheerleading, dann bringst du mir was bei. Tschüss! Ja, dann würden wir jetzt zur Entscheidung kommen, oder? Alex, du hast das unfassbar gut gemacht. Ich hab gerade gesagt, wir müssen jetzt erraten. Die oder die? Ja, die mit dem Kind. Die hier? Ja, die mit der Brille, genau. Ja, genau. Also ich glaube, die wird sie sagen, ist zu jung. Mhm. Aber ich glaube, bei der, was war nochmal bei der? Wenn sie die Blonde nimmt. Ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das Gefühl, sie nimmt die Blonde, aber wenn sie das wirklich tut, dann ist ehrlich Bluff, weil die... Das ist so eine in der Klasse, die halt so voll die Süße ist und du musst mit ihr eine Gruppenarbeit machen. Auch so sehr, ja, ich mag den auch so. Ja, ja, und dann ist dieses, so süß und so. Ja, Emily, machst du das? Okay, super. Und dann, wenn du zu Hause bist, Muskel entspannen, ja. Das war gerade so gar nicht ich, weißt du. Ich will das mal so aus der Perspektive zu sehen. Wir haben auf jeden Fall am Ende nochmal gerade gut gelacht. Danke an dich. Ja, wie war's für dich? Erzähl. Boah, ich war so am Anfang so nervös. Aha. Aber irgendwie war's auch so nice. Hat Spaß gemacht, oder? Ja, voll. Wie war's für dich als Freundin? Cool, entspannter als ich dachte. Ich hatte voll... Das war voll Spaß. Aha. Ihr vertraut euch. Die ganze Zeit nichts gesagt, war die ganze Zeit so... Die ganze Zeit so, cool. Also ich bin nur hier, um auf alles zu achten, ne? Nee, aber das Ding ist, ich find's... Also die Freundin ist schon hart. Ich find's auch hart. Auch wenn es Unterhaltung ist. Aber das ist nur Spaß. Das ist nur Spaß, ich weiß, aber ich kann's gut nachvollziehen, dass sie so war, so... Die konnte nicht so richtig so, wow, mitmachen, weil die ganze Zeit so dachte, bitte mach nichts falsch. Ja, ja, genau. Dich? Ja? Hast du dir Gedanken gemacht? Ja, hab ich. Okay. Hier drei. Diese drei stehen gerade hinter dir. Mhm. Das sind deine Finalistinnen. Mhm. Was machst du? Ich habe eigentlich nur zwei Finalistinnen. Weil die eine hat sich Marc gerade eben schon geklärt. Hat nicht alles organisiert. Das Lena, ich finde dich total nett. Aber der Marc, der findet dich super. Der findet dich ganz toll. Und unter Freunden, ganz ehrlich, gar nicht. Der Marc findet einige Mädels super, ne? Sag mir ein Video, wo Marc jemanden nicht super fand. Deswegen, das ist kein Ausschlusskriterium. Aber sind die wirklich, also sind die drei homosexuell, bisexuell oder tun die jetzt nur so für die Folge? Ja, das frage ich mich auch. Also stehen die auch auf Frauen unter anderem oder nur? Weil die Blonde guckt Marc ein bisschen angewidert an. Du könntest mein Vater sein. Die so, hä, was ist hier passiert? Ich bin homosexuell. Da teilen wir. Was geht hier gerade ab? Also habe ich noch die beiden. Ja. Und zwischen den beiden nehme ich meine Freundin. Hä, was? Okay. Ah. Ey, auch mal ein Twist, wunderbar. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei allen Leuten gerne in der Videobeschreibung vorbei. Sophie, das hast du wunderbar gemacht. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ich bin maximal verwirrt. Das war eine perfekte Antwort. Es war so das Format, es war witzig, ihr seid alle cool, aber ich habe eine Freundin. Genau. Und das war's. Das ist super. Okay, das war echt süß. Ja. Gut, das war's mit der Folge, Jungs. Ja. Liken, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Checkt noch JT Family ab, Leute. Wie gesagt, da sind ein paar Vlogs, ne, auf dem Channel. Checkt die doch einfach mal ab. Dann sehen wir uns morgen. Da ist ein oder andere Video schon online. Ne? Kann man gerne abonnieren. Wir sind ganz neu auf YouTube. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Tschüss. Ciao.